Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mich extra hier für diesen schönen Ausblick gestellt, deswegen fokussiere ich jetzt auch nach hinten. Dann seht ihr dieses wunderschöne Meer anstatt mich. Ich muss mich erstmal gleich richtig fertig machen. Aber wir wollen jetzt unbedingt los. Wir haben, beziehungsweise der Julian hat eigentlich die ganze Nacht die beiden Videos geschnitten. Und dann haben wir bis jetzt gerade geschlafen. Wir haben jetzt 12:30 ungefähr nach der Uhrzeit hier. Und wir würden jetzt gerne an die Copacabana, also diesen mega schönen modernen, also, was laber ich für eine Scheiße, einfach diesen bekannten Strandabschnitt halt in Rio. Wir sind da gestern mal dran vorbeigefahren und da war echt was los, da waren viele Stände, viele Restaurants, viele Menschen und wir haben jetzt Lust, da auch mal lang zu spazieren. Julia, was ist das? Guck mal, guck mal, guck mal, am Fenster. Was denn? Da putzt jemand das Fenster oder so. Auf einmal wackeln hier so Seile. Ja, hab ich eben schon gesehen. Was ist das? Ich kann nicht runterfilmen genug. Boah, die putzen. Willst du den Leuten mal was anderes zeigen? Weckt die Bibi mich heute Morgen, weil sie hat die Videos dann hochgeladen und ich habe die geschnitten. Und das war dann so gegen, weiß ich nicht, also als die Videos halt online kamen. Und sagt mir, tut mir leid, es war der Dank, dass ich geschnitten habe. Mir ist dein Handy runtergefallen und es hat einen Riss im Display. Jetzt sieht man, Scheiße. Hier ist die ganze Ecke jetzt am Arsch. Fuck, das habe ich schon wieder voll vergessen. Das willst du fokussieren? Ja. Das Ding ist, wenn einmal ein Riss drin ist, ist halt voll schnell ein zweiter drin, ne? Das Ding ist, die Bibi hat jetzt... Bibi hat jetzt ein Handy vor 2 Wochen in den Pool geworfen, kaputt gemacht. Dann hat sie jetzt mein Display kaputt gemacht. Es ist ja nicht kaputt, zum Glück, aber... Es tut mir trotzdem sehr leid. Lass mich dir ein Küsschen aus. Hast du Verlosung schon gemacht? Nein. Nein? Nein. Darf ich das verlosen? Du darfst verlosen. Leute, heute verlose ich eine... Darf ich mir was aussuchen? Ja. Ist noch übrig. Dann verlose ich eine Xbox One heute. An meine Abonnenten. An die Abonnenten. Ich glaube, da ist noch FIFA 17 ist dabei. Ja. Verlosen wir. Und warte, alles, was ihr dafür tun müsst, also Bibi verlost das an ihre Abonnenten. Boah, so voll schlecht. Und alles, was ihr dafür tun müsst, einfach einen Daumen hoch geben und irgendeinen Kommentar schreiben. Mehrere Kommentare, mehrere Teilnehmer, Chancen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das noch machen. Oh ja, stimmt. Wenn ihr halt noch nicht abonniert habt, noch kein Abonnent, da oben. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder draußen in einem wunderschönen Paradies rum. Julian, da ist ein Golfplatz, gehen wir golfen, ne? Da ist ein Golfplatz. Seht ihr den? Oh, er trägt mich, wie süß. Oh nein. War da niemand drin? Ja, ich dachte, der hätte angehalten, weil ich gebrochen habe, aber der wollte schon eine Frau hier hinbringen. Oh nein, wie peinlich. Boah, weißt du noch, als wir in Panama waren und dann haben die immer, obwohl die schon ganz viele Gäste hatten, uns mit reingenommen und haben dann erst andere Leute mitgebracht und so. Boah, aber jetzt danach kriegen wir den. Ja, ja. Guck mal, er auf dem Fahrrad mit dem Riesenhut. Wie cool sieht das denn aus? Guck mal, wie wunderschön, ey. Haben wir Badesachen dabei? Nein. Ja, wir fahren an den Strand und haben Badesachen vergessen. Ja, weil ich dachte, du willst einfach nur langlaufen. Ja, nein. Ach, egal, gehen mit Füßen ins Wasser. Wir können ja auch bei uns an den Strand. Ja. Was hat ihr da? Das ist Zuckerwatte. Lava. Wir suchen das Shoppingcenter, wo wir gestern schon waren. Da sind wir hier, glaube ich, gerade falsch. Mega geil. Wir laufen seit ungefähr einer halben Stunde hier am Meer lang. Und gerade eben kamen zwei junge Leute zu uns. Und junge Leute? Als wärst du so ein Opa. Nein, ein Mädel und... Ja! Nein! Meine ganze Hose ist nass. Alles nass. Zum Glück habe ich mein Handy in der Hand. Ich werde jetzt auch nass. Und haben uns angesprochen und wir haben uns jetzt... Ich glaube, man hört nichts durch den Wind. Wir haben uns mit denen connected und wollen uns vielleicht später mit denen treffen. Treffen heute Abend. Mega cool sowas. Ich finde es voll geil, wenn man so neue Leute kennenlernt. So, sollen wir jetzt mal zum Shopping Center? Ja. Bist du die Taxi, Bibi? Die wollen mich nicht mitnehmen. Juhu. Ich habe einfach gerade meinen ganzen Mut zusammengenommen. Wir saßen gerade in einem Café und da saß so eine junge Familie und die Frau war einfach so schön und hatte so eine krasse Ausstrahlung, hat die ganze Zeit ihr Baby so angelächelt und dann bin ich gerade zu ihr hingegangen und habe gesagt, dass sie eine der schönsten Frauen ist, die ich je gesehen habe. Und die hat sich einfach so gefreut.
war so süß. Ich habe den Mann gesehen, der hat sich voll so, ah, oh, der hat sich noch viel mehr gefreut. Das war voll schön. Aber ich wette, die hat jetzt einen schöneren Tag. Manchmal traut man sich es einfach nicht. Aber warum traut man sich das nicht? Ich habe auch gerade so, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich bin erst rausgegangen und dann meine ich die ganze Zeit zu Müller, nein, ich gehe da nicht hin, das ist irgendwie peinlich. Aber, stell mal zu dir, aber das jemand ist ja nicht kommt. Peinlich, ja. Stell mal zu dir, wenn jemand kommt, wird dir sowas Liebes sagen. Und wie man sich da freut. Ja. Oh Mann, jetzt freue ich mich, weil ich voll cool, dass du es gemacht hast. Wie ihr seht, alle Geschäfte in diesem Shoppingcenter haben zu. Wir haben nämlich heute den ersten Weihnachtstag. Und irgendwie keine Ahnung, warum wir darüber nicht nachgedacht haben. Aber natürlich hat heute alles zu. Und ja, dann gehen wir halt wieder, ne? Das war ein Problem, Kento. Was machst denn du da, Bianca? Oh du, ich wollte... Ich bin voll die Pfütze gerannt. Nein, ich hab da eben alles nass gemacht. Ach, Baby. Ja, komm. Ey, du kommst da keine Chance, da soll ich verarschen. Oh, ey. Ich glaube, es ist Rasierschaum, kein Badeschaum. Nee, aber da steht ja auch Bath Foam. Ist doch Badeschaum dann, oder? Weiß nicht. Also, bitte. Also ich hätte gerne mal, ich bin schon wieder reingetreten. Aber ich glaube, jetzt kommt voll Schaum hier. Geil. Hier baden mit dem Ausblick. Geil, oder? Du gönnst dir aber richtig, ne? Ich will das jetzt essen, was da drin ist. Ja, lass das mal aufmachen. Hör auf mich zu filmen, Mann. Gib alles, Julian, du schaffst. Was ist das? Das ist ein Löffel. Ach. Das ist das einzige... Ein kleiner Löffel. Warum ja, nicht? Ja, die ist ja nicht hart, die ist ja... Ja, gut. Boah, Alter, die ist bestimmt mega lecker. Steinboden kann ja nicht von... Das kriege ich auch niemals hin. Oh, Juli. Ah, ja. Hast du? Ja, hier ist durch. Hier ist durch. Boah, es riecht voll nach Blatt. Oha, bist du gerade darauf geflogen? Darf ich mal da drauf springen? Nein, darfst da nicht drauf springen. Warum? Ich will halt hier nichts kaputt machen. Wisst ihr, natürlich kann ich es auf den Boden schlagen, das weiß ich auch, aber... Passiert? Mhm. Juli, was hast du gemacht? Ich bin hier so abgerutscht. Oh, scheiße. Egal, jetzt geht's erst. Dann löffel die doch einfach aus. Komm, lass uns die auslöffeln. Was soll ich denn da dran kommen? Aber wenn ich schon sehe, wie du die Kamera auf mich hältst. Was ist da mit passiert? Bestimmt guckt das jetzt der Hotelbesitzer oder so. Ja, ich ersetze euch den Löffel. Okay, teuer kann ein Löffel ja schon nicht sein, oder? Ist er echt Silber? Nee. Guck mal jetzt die Bonbonbox, Mann. Ja, Bianca, das. Mit der Bonbonbox. Was wird das aber funktionieren? Jetzt gib dir Mühe, dann geht das schon. Was? Du hast es geschafft? Wie geil ist das denn? Nicht so gut? Halt null, wie man sich Kokos das vorstellt. Eher so wie Joghurt. Ich finde, es hat sich nicht gelohnt. Löffel das mal aus. Ich finde, es ist lecker. Ja, ist auf jeden Fall chillig. Also ich esse jetzt noch ein bisschen. Ich finde es aber geiler, wenn die hart ist. Wir chillen jetzt gerade ein bisschen am Pool. Sieht man die? Nein, die sieht man überhaupt nicht. Leider macht der Pool irgendwie schon nur eine halbe Stunde zu voll Scheiße, aber egal. Die Abendsonne ist so heiß. Ja, das stimmt. Die ballert ganz ordentlich. Ach so, übrigens haben wir uns jetzt mit den beiden richtig fest verabredet für heute Abend. Die kommen in einer halben Stunde ungefähr hierher und dann chillen wir ein bisschen mit denen und lernen uns mal ein bisschen kennen. Wir sitzen jetzt am Essen, beim Essen und haben uns gerade was zu essen bestellt. Nee, ach echt, wir sitzen beim Essen und haben uns was zu essen bestellt. Der unnötigste Satz meines Lebens. Egal, das ist übrigens der dritte Anlauf, sie hat sich viermal versprochen. No, it's okay, thank you. Thanks. Was wollte der? Er dachte, du willst ein Picture machen. Ach so! Ich hab Ticket verstanden. Ich dachte, ich komm halt irgendwo umsonst rein. Ja, okay, also das ist auf jeden Fall der Kevin und die Sarafina. Und die haben wir eben am Strand kennengelernt. Und jetzt chillen wir zusammen, wie sich das an. Okay, geil, beende einfach die Szene. Ohne Scheiß, mir ist gerade sowas Krankes passiert. Wir saßen die ganze Zeit im Restaurant, haben gesagt, gehen wir mal hier rüber in die Lobby und setzen uns hier hin. Und zack, hab ich einfach eben meine Hotelkarte hier liegen lassen, als wir hier ein Foto gemacht haben. Das ist einfach 4, 5, 6 Stunden her. Und ich setze mich jetzt genau wieder hier hin aus Zufall und finde die Karte wieder. Boah, wie dumm bin ich eigentlich? Egal, jetzt habe ich sie wieder. Alles nochmal gut gegangen. So, wir haben mitten in der Nacht jetzt nach deutscher Uhrzeit schon 6:30 und um 11 Uhr muss ja das Video schon online gehen. Die beiden sind echt mega lang noch hier gewesen. Ich glaube, fast bis 2:30 haben wir unten noch am Pool gesessen und geredet und im Restaurant und so weiter und so fort. Ich habe gerade schon angefangen, das Video zu schneiden, aber ich will unbedingt heute noch eine Sache machen. Und zwar haben wir ja für uns heute den ersten Weihnachtstag. Und ich bin über Weihnachten ja dieses Jahr das allererste Mal in meinem ganzen Leben
nicht bei meiner Familie und nicht zu Hause gewesen. Und somit haben wir uns auch auf jeden Fall jetzt noch nichts geschenkt. Und ich muss ganz böse zugeben, dass ich ja wusste, dass ich an den Feiertagen nicht zu Hause bin. Und ich habe, bis ich losgeflogen bin, auch noch gar nicht gewusst, was ich meinen Eltern schenken soll. Und mir ist einfach eine mega coole Idee gekommen. Und ich habe mich jetzt auch schon erkundigt und habe was richtig Geiles gefunden, was ich den beiden schenken will. Mama, falls du das Video doch angeguckt hast, jetzt ist die Stelle, wo du sofort abschalten musst. Oder Papa oder... ja, nur ihr zwei. Und zwar will ich das unbedingt heute noch buchen. Ich freue mich einfach mega, immer meinen Eltern eine Freude zu machen. Und ich glaube, darüber werden sie sich sehr, sehr, sehr freuen. Also, ich möchte ihnen gerne ein Candlelight-Dinner unter Wasser schenken. Und ich habe das gesehen und hätte niemals gedacht, dass es sowas in Deutschland gibt. Habe aber was gefunden. Und das ist halt einfach in so einem Wassertunnel, in so einem durchsichtigen Glastunnel. Und ich will ihnen das unbedingt schenken, weil Julian und ich hatten auch schon mal auf den Malediven in einem Unterwasserrestaurant Dinner. Und das war so ein tolles Erlebnis. Und in Dubai, da waren wir jetzt auch letztens erst, hatten wir ja auch so ein riesengroße Glasscheiben im Hotel. Und da war auch ein Unterwasserrestaurant. Und jedes Mal, finde ich, ist das sowas, hat das sowas Beruhigendes. Und ich finde das so mega schön und dann habe ich gedacht, das ist einfach das perfekte Geschenk und ja, ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. So sieht das Ganze dann aus und zwar ist das einfach hier so ein Unterwassertunnel und da haben meine Eltern dann so ein Private Candlelight Dinner, nur die beiden und ich glaube, das wird einfach ein mega schönes Erlebnis für die. Oder hier ist auch noch ein anderes Foto. Man sitzt halt einfach direkt wirklich dann an der Scheibe und über einem ist auch die Scheibe. Und jetzt kaufen. Vielen Dank, wir haben deine Bestellung erhalten. Juhu! Es ist gebucht. Ich freue mich gerade mega, dass ich das gefunden habe. Wirklich, weil ich weiß nicht, wenn ich meinen Eltern was schenke, dann will ich ihnen irgendwie sowas Besonderes schenken, was sie sich so vielleicht auch nicht einfach selber buchen oder holen würden. Und ich finde, das ist wirklich was richtig, richtig Schönes, ein richtig schönes Erlebnis, was nicht nur dann am Abend bei dem Dinner halt eben schön ist, sondern wo man vielleicht auch echt in ein paar Jahren nochmal drüber redet. Und ich weiß, dass sie sich da sehr, sehr drüber freuen werden. Deswegen, es ist einfach perfekt, wirklich. Ich habe selten, glaube ich, sofort gedacht, das ist einfach das perfekte Geschenk. Deswegen freue ich mich gerade sehr, dass ich das jetzt gefunden habe, dass ich das jetzt gebucht habe heute Abend noch und wollte euch natürlich auch teilhaben lassen von der Idee und von dem allen. Wir werden nämlich auch auf jeden Fall Weihnachten nachholen, dann werden wir uns doch alle zusammen treffen und so ein Nachhol-Weihnachtsessen quasi machen und dann kann ich meinen Eltern noch schenken. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, der Julian schläft schon. Ich muss jetzt das Video noch fertig schneiden, damit ihr das pünktlich um 11 seht. Seid auf jeden Fall morgen auch wieder um 11 dabei. Da kommt natürlich schon mein nächstes Video. Dann verlinke ich euch natürlich hier und hier nochmal meine letzten beiden Videos. Hier gibt es das Video noch nie hat jemand in diesem Hotelzimmer geschlafen. Und auf der anderen Seite habe ich euch einen Vlog über unseren Weihnachtstag über unser Heiligabend bei 40 Grad einfach gefilmt. Ist auch ein sehr, sehr geiles Video geworden. Schaut da rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. In der Infobox sind alle meine Dezember-Vlogs verlinkt. Also jeden Tag kam im Dezember ja ein Video. Falls ihr irgendeins verpasst habt, schaut da rein. Und ich laber schon wieder viel zu viel. Ich höre jetzt auf. Ich habe euch ganz doll lieb. Hoffentlich bis morgen und ich sage tschüss.
Ja.